Hallo Leute, willkommen zu einer kleinen Runde World of Warcraft. Ich befinde mich hier gerade mit etwa 100 anderen Spielern in Orgrimmar. Wir warten gerade darauf, dass endlich Mitternacht ist, um das Add-on Mists of Pandaria anspielen zu können. Mal schauen, ob die Server dem Druck standhalten können. Ich bin gespannt. Ich freue mich, berichten zu können, dass die Seeschlacht gut verläuft, Kriegshäuptling. Unsere Truppen melden entscheidende Siege vor den Küsten von Tanaris und Tolmarad. Das Blut der Allianz wird vergossen. Das freut mich, General Nazgrim. Ich hörte weiterhin, dass unsere Flotte im Süden eine Gesandtschaft der Allianz gestellt hat. Wir haben das königliche Flaggschiff verfolgt, bis es auf Grund lief. Auf Grund? Wo? Sie haben offenbar eine riesige, unentdeckte Landmasse gefunden, umhüllt von dichtem Nebel. Die Allianz war zuerst dort! Ändert den Kurs der Invasionsflotte. Ihr und eure besten Veteranen ebnen uns den Weg. Stürmt die Küste. Ertränkt diesen neuen Kontinent in Blut. Okay, noch 2 Minuten, bis es endlich losgeht. Hier ist gerade eben vor ungefähr 8 Minuten eine Quest aufgeploppt. Dann wurde ich eben da reingeschickt und dann kam eben das Video, was ihr eben gesehen habt. Also nicht wundern, vielleicht habe ich das vorher auch schon mal erklärt, keine Ahnung. Auf jeden Fall weiß ich jetzt gerade gar nicht, was nur genau passiert. Die Masse hier löst sich langsam auf. Ich denke, die machen jetzt erstmal alle die Quest. Noch 2 Minuten bis zum offiziellen Release von Mists of Pandaria. Und ich denke mal, ich kann dann jetzt gleich schon ausloggen, um mir einen Charakter zu machen. Ich glaube gar nicht, dass die Server groß rebootet werden, weil, weiß nicht, warum sollte die Quest bitte losgehen, bevor der Server neu gestartet wird? Ergibt für mich keinen Sinn. Deswegen denke ich mal, dass ich jetzt, sobald 0 Uhr ist, ausloggen kann und gucken kann, ob ich mir einen Pandaria erstellen kann. So, der Server ist immer noch nicht offline. Ich denke noch ungefähr 30 Sekunden oder so bis 0 Uhr. Ich glaube auch gar nicht, dass der offline geht, weil eben noch gar nichts angekündigt wurde. Also ich schätze mal um genau 0 Uhr, also wenn da nichts passiert, werde ich einfach mal ausloggen und gucken, was abgeht. Ich denke, die machen da diesmal einen etwas nahtloseren Übergang als sonst. Obwohl ich bei Wattle K gar nicht dabei war, glaube ich. War ich dabei? Nee, ich meine nicht. Komm schon, 0 Uhr. Los. Wühlt auf Warcraft. 0 Uhr. Nichts ist passiert. Ausloggen und mal reinschauen. Ach, geht echt. Cool. Okay, das ist die Charaktererstellung. Sieht auf jeden Fall anders aus als früher. Mönche natürlich. Die können keine Hexenmeister, Druiden oder Todesritter werden. Natürlich männlich. Oh Gott. Wie sieht das denn aus? Was ist das denn für ein Vieh? Name, wie nenne ich mich überhaupt? TrueGLP? Geht da glaube ich auch gar nicht, weil mittendrin Buchstaben gar nicht groß geschrieben werden dürfen. Hautfarbe. Oh Gott, was nehme ich denn da? Ja, schwarz ist gut. Schwarz ist immer gut. Obwohl, Sekunde, vielleicht gibt es da noch was Besseres. Gibt auch noch ganz schwarz. Ja, doch, dann nehme ich das hier. Oder, warte, da war noch was? Nee, das ist dann schon wieder zu. Obwohl hier? Nee, komm. Nehmen wir einfach das. Gesicht. Ah, was eine Schönheit. Nee. Ja, das sieht schon ganz nett aus. Aber vielleicht gibt es hier noch was Tolleres. Oh, Batman. Das hat auch Style. Ich nehme das. Frisur. Oh Gott. Was nehme ich denn da? Ich will keinen Zopf. Ein Irokesen. Ah, nee, ist aber auch doof. Kein Zopf? Ja, toll. Auch ein Zopf. Okay. Dann nehme ich jetzt das. Oh yeah. Das hat Style. Bärte. Ich bin ein alter Zen-Meister. Lingling euch trainieren, gut. Okay, dann, ja, toll. Was nehme ich denn da? Ich kann mich nicht entscheiden.
Eigentlich bin ich ja eher so der Nonless-Bar-Typ. Aber das passt. Ich nehme das. Okay. Beenden. Oh, True GLP existiert. Oh, Wunder. Okay. Gehen wir mal rein, gucken uns das Ganze an. Ich bin echt gespannt, was da jetzt abgehen wird. Ich denke, die anderen haben es jetzt auch gerallt. Ihr seid ein Pandaren. Geboren und aufgewachsen auf der geheimnisvollen, wandernden Insel. Obwohl die meisten eures Volkes zurückgezogen leben, brennt in euch die Lust nach Abenteuer. Die wandernde Insel hat jüngst begonnen, scheinbar ziellos über die Meere zu treiben. Ein Frösteln liegt in der Luft und eure Heimat steuert auf ihren Untergang zu. Als einer der vielversprechendsten Schüler in Meister Shangs Kloster wird es an euch sein, euer Volk zu retten. Aber zuerst müsst ihr eure Ausbildung abschließen. Yeah, neue Klasse. Quest entdeckt. Annehmen. So, also ich muss sagen, ich habe mich natürlich nicht vorher erkundigt, was hier abgeht. Was genau hier jetzt passiert und wie der ganze Abläufe, die Klasse ist und so weiter. Ihr kennt mich ja, ich will mich da nicht spoilern lassen. Hab ich echt gar keinen Bock drauf, mir die ganze Lust zu nehmen. Oh, Hyuga schreibt mich an. Hallo. Na? Schon am Suchten? Tomodachi! Passender Name, auf jeden Fall. B, warte mal. Oh Gott, ich habe das schon so lange nicht mehr gespielt. Ich kenne die Steuerung schon fast gar nicht mehr. Ach toll, ich muss schon wieder nach oben. Das war schon. Ich wollte nur eine Waffe haben, oder was? Ach, guck mal, das erinnert mich gerade voll an Dragon Ball. Da gab es ja auch so ein... Wie heißt das? Das ist doch kein normaler Schülerstab. Es gab da so ein Windding. Keine Ahnung, wie das heißt. Zu lange her. So, nächste Quest. Was müssen wir jetzt machen? Jetzt müssen wir trainieren. Ne, auf jeden Fall. Ich habe World of Warcraft praktisch schon nicht mehr gespielt seit... Ja, kann man gar nicht genau sagen. Ich habe mir jedes Add-on kurz mal angeguckt. Entweder am Anfang des Add-ons oder eben mittendrin. Also ich war da jetzt nicht so der Typ, der unbedingt beim Start dabei sein musste. Damals schon eher so, als Burning Crusade rauskam, das war schon recht spannend. Ging da nur eben nicht, weil ich da noch zur Schule gegangen bin und da um 0 Uhr meistens, andere Sorgen hatte. Und ja, also ich guck's mir eigentlich jetzt nur an, weil... warum? Ist eigentlich eine gute Frage. Ich guck's mir eigentlich nur mal so... Aus reinem Interesse an, ob die das jetzt echt alles versauen oder eben nicht. Aber ich denke mal, man kann hier gar nicht mehr viel richtig machen. WoW ist mittlerweile so ausgelutscht. Ich weiß nicht, ich fühle mich auch gerade gar nicht geflasht hiervon. Das war früher ganz was anderes, ich weiß nicht. Da bin ich in eine Instanz reingegangen, habe fast einen Herzinfarkt bekommen, wenn man mal ein fettes Item bekommen hat. Was, das war schon? So, okay. Schüler im Übungskampf bezwungen. Wartet, wo seid ihr denn? Oh, muss ich überhaupt hin? Ehrgeizige Schülerin. Ja, aber soll ich Duell machen? Nee, ich kann aber, glaube ich, ein Duell gegen meine Leute hier machen. Duelle sind hier nicht gestattet. Willst du mich verarschen? Warum das denn nicht? Wohin soll ich denn dann jetzt? Ach, da hinten hin. Okay. Ja, laufe schon seit 2 Stunden sinnlos durch OG auf nach Pandaria. Machst dir keinen neuen Char? So, ich lese natürlich vor, damit ihr nicht irgendwie Augenkrebs bekommt und das Ganze auf HD stellen müsst. Zwanghaft. Was ist das? Bebende Handfläche. Tritt das Ziel mit der Lichtgeschwindigkeit, macht es 4 Sekunden lang bewegungsunfähig. Ach ne. Ah. Okay, so ein kleiner Sleep. Das denke ich ganz geil für ein PvP. So, was ist das denn? Der wilde Tiger. Ach, auch noch verschiedene Formen. Okay. Und das hier ist Heap.
Ihr verprügelt das Ziel mit eurem Stab. Ich muss näher heran. Wo ist der nächste? Ich will noch einen schlagen. Na, man muss ihn anscheinend wirklich zuerst angegriffen haben. Noch nicht bereit. Aua, aua, aua. Hör auf. Wenig Energie. Nicht genug Energie. Oh Gott. Nicht genug Energie. Zu wenig Energie. Nicht genug Energie. Ist okay. Noch ein. Nicht genug Energie. Aber ich schätze mal, es wird ein, weiß ich nicht, was wird das überhaupt? Wird das ein Heiler, wird das ein DDler, wird das ein Tank? Ich denke mal eher, dass man mehrere Sachen mit dem machen kann. Ich werde auf jeden Fall mit dem hier, nicht tanken und auch nicht heilen. War noch nie mein Ding. Wo, ach so, okay. Was? Ah, entreißt dem Meister die Flamme. Verbrennt das Edikt der Mäßigung. Okay. Was ist ein Edikt der Ermäßigung? Wohin? Hier ist Feuer. Aber ich denke mal, ich muss irgendwas anderes machen. Habe ich irgendwas im Inventar? Ihr haltet die Flamme des Meisters in euren Händen. Neues Equip. Ach, nach oben. Okay. Das hier wird selbstverständlich auch kein richtiges LP. Das hier ist nur mal so eine... Ich weiß nicht, so ein kleines Let's Show, könnte man sagen. Hat er noch geantwortet? Ja, okay, Mist. Nee, ich will erstmal meinen Main auf 90 bringen. Gönn mir dann einen Volkswechsel. Ah, warte mal, Sekunde. Freigeben. Das hier ein bisschen verschieben. Größer ziehen. Wie gesagt, ich habe seit Ewigkeiten kein WoW gespielt und somit ist das hier auch nicht eingestellt. Hintergrund. Moment. Schwarz ist doch schon... Nee, ist nicht schwarz. Ist schwarz? Normalerweise... Ah, okay. So. Dass da ein bisschen Kontrast reinkommt. Dann nach unten. Gut. Was, ach so. Wurde schon erledigt. Muss ich gar nicht mehr machen. Aua. Wo ihr wandelt, da erblüht. Besiegt Jamoen Ro. Jiao Min. Oh. Also ich schätze mal, hier hat dann auch irgendwann der Son Goku trainiert. Das war seine erste Anlaufstelle, nachdem er die Red Rim Armee besiegt hat. Hui. Hui, ich bin fett. Oh. Ich hoffe, dass ihr bereit seid. TlugLP. Jiao Min Ro erwartet euch auf der anderen Seite der Blücke. Oh. Da ist sogar ein fettes Bosszeichen. Oh nein, wartet! Alter, wartet! Ich muss näher heran. Ja klar, kick den weg. Wow, das war seine Attacke. Noch nicht bereit. Und Sleep. Kann das noch nicht tun. Noch nicht bereit. Gut, fertig. Ich muss sagen, ich habe zwischendurch natürlich mal wieder so bei World of Warcraft reingeguckt. Auch mittendrin in einem Add-on. Nicht wirklich gespielt, aber eben vorbeigeschaut. Und ich find's ja krass, was die mit dem Skillbaum gemacht haben. Also, kommt natürlich jetzt drauf an, ob ihr den alten kennt oder nicht. Aber ich finde, dass die Entwickler zurzeit in eine so weit von falsche Richtung gehen. Ich fand es so geil, Level für Level hinzugehen und irgendwo reinzuskillen. Mich wirklich auf jedes Level zu freuen. Weiß nicht, man hatte dann eben... So 5 bis 10 Level, wo man eben nur so ein paar Prozente hochgeballert hat. Weiß nicht mehr, Crit oder was weiß ich was, Trefferchance oder so eine Kacke. Aber man hat auf was hingearbeitet. Dann hat man, sagen wir mal, 5 Punkte da rein investiert. Und dann bekam man eben, ja, etwas Größeres, einen bestimmten Skill, den man ausführen konnte. Oder eben irgendwas, was einen, weiß nicht, worauf man sich freuen konnte. Und das, was sie jetzt gemacht haben, ist wirklich unglaublich scheiße. Kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, da muss ich gleich mal eben umloggen. Quest beenden. Möge die Jade euch leiten. Ich schreibe nochmal eben an. Ich gucke mir erstmal die Pandas an. Ja, die Pants, genau. Ich gucke mir erstmal die Pants an, Leute.
Pandas, mein Gott. Danach werde ich eventuell nochmal einen 8,5er auf 90 bringen. Ich erwarte aber ehrlich gesagt nicht allzu viel. So, was soll ich tun? Rettet den Karrenfahrer. Was ist das hier? Ach, muss ich auch töten. Okay. Du bist, by the way, in der Aufnahme. Oh Gott. Ich hasse es. Diese Fähigkeit... Kannst du das mal looten? Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Das könnt ihr noch nicht anlegen. Dazu seid ihr noch nicht bereit. So, die Standard-WoW-Sätze. Ist okay. Ich meine, sehr viele klicken oder... Also hier so, bam. Dann gehen sie wieder und klicken nochmal, aber what the fuck. Was ist das für eine Zeitverschwendung? Ich weiß nicht. Man kann noch die ersten 6 Tasten oder so noch drücken oder die ersten 5. Und den Rest dann auf Hotkeys oder so setzen. Also das finde ich schon ist wichtig bei einem Spiel. Daran sollte man sich gewöhnen, wenn man in irgendeiner Form überhaupt gut sein will in dem Spiel. Klar, es gibt auch Leute, die klicken schnell, aber Schwachsinn. Tastenanschläge sind immer, weiß ich nicht, bei weitem effektiver als jetzt irgendwelche Klickerei. Oh, noch ein Level. Cool. Kann er mal eben hier, Sekunde. Interface. Schnell plündern. Genau. Obwohl, hatte ich schnell plündern an oder Shift? Ne, Shift habe ich in einer Zeit ausgemacht. Schon gut. Noch 2 Stück töten. Oh, er schreibt, dann grüße ich mal deine Zuschauer. Diese Fähigkeit ist noch nicht erreicht. Ich denke, sie haben es mitbekommen. Kann natürlich auch sein, dass alle eingepennt sind. Noch ein Item, hurray. Oh, und 9 Skill. Tigerklaue. Greift mit eurer Handfläche an und verursacht so 13 bis 24 Schaden. Gewährt euch Kraft des Tigers, wodurch eure Angriffe 20 Sekunden lang 10% der Rüstung des Gegners ignorieren. 3-mal stapelbar, okay. Machen wir mal eben. Oh, da! Oh, das geht aber. Hä, warum ist denn das? Warum wird sich gestapelt? Egal. Ach so, bei mir wird's gestapelt. Ah, nicht beim Gegner, okay. Das ist doch schon mal ganz nett. Besonders im Endgame. Bei uns auf dem Server geht gar nichts, aber gut, das war zu erwarten. Also ich bin gerade echt sehr positiv überrascht. Ich spiele ja auf dem Server Kill Jaden. Wurde wahrscheinlich auch am Anfang irgendwie mal eingeblendet, vielleicht steht so im Titel, damit die Fragen gar nicht erst aufkommen. Ja, und hier ist wirklich tote Hose, könnte man sagen. Taschenbräu, ah, okay, bekomme ich alles. Yeah! Rapdada! Ah ne, das war Happy Wheels. Okay. Achso, oh. Leute, ihr müsst mal World of Warcraft spielen, ja? Eure Gewohnheiten daran anpassen, eure Spielgewohnheiten, also kameratechnisch jedenfalls. Dann Guild Wars 2 spielen, ihr werdet gar nicht mehr klarkommen. Guckt euch mal diese Kamerafahrten hier an. Hier kannst du so krass rumswitchen, ja, klar, man kann es natürlich noch höher oder niedriger einstellen, aber du bist beweglich wie keine Ahnung was. Und bei Guild Wars 2 fühlt man sich, als wenn man, weiß ich nicht, Scheiße in der Hose hätte und einer die Beine vorher weggetreten hätte oder so, keine Ahnung. Es ist so schwammig alles, es ist so langsam. Dann gibt es da auch Skills, wo der ganz komisch, weiß ich nicht, bei WoW kannst du echt an einem Gegner so vorbeirennen, den Skill spammen und dann hat er den auch getroffen, versteht ihr? Und bei Guild Wars 2 zum Beispiel beim Dieb, da gibt es beschützt Eiser, während sie meditiert. Achso, da gibt es dann zum Beispiel den Skill auf 5, wo der Schurke den Gegner haut und er dann unsichtbar wird. Ja, und das ist dann eben, weiß ich nicht, so aufgebaut, dass der
ganz komisch erst zu dem Gegner. Der bewegt, der dreht sich so ganz komisch zu dem Gegner hin und man kann das nicht im Affekt irgendwie machen. Das ist sehr, sehr schwammig und schlecht gemacht, finde ich, bei Guild Wars 2. Ansonsten, klar, Guild Wars 2 hat gegenüber WoW ein paar Vorteile, finde ich. Allerdings auch ein paar Nachteile, das gleicht sich da schon ein bisschen aus. Ich denke jetzt auch nicht, dass ich Guild Wars 2 dauerhaft spielen werde. Also dafür ist es dann doch noch ein bisschen zu unausgereift, meiner Meinung nach. Da fehlt einfach noch was Gewaltiges. Die Berufe sind definitiv viel besser gemacht als bei World of Warcraft. Ich finde allerdings, dass die da, also da gibt es ja so eine Sammelbank. Und wenn man dann, sagen wir mal, Kupfer findet, dann kann man das an seine Sammelbank schicken. Und die Sammelbank ist praktisch immer bei einem. Aber nicht nervig im Inventar, wie jetzt hier zum Beispiel bei dem Spiel. Das heißt, ihr müsst das nicht die ganze Zeit mit euch rumtragen. So, und ich wünschte, die würden da noch mehr Items eintragen, weil die da eben nicht alles zulassen. Nicht alles kommt in eine Sammelbank. Und wenn ihr da wirklich alles, weiß nicht, die ganzen Zubereitungsgegenstände reinlassen würden, dann wäre das so geil. Man könnte sich voll auf den Beruf konzentrieren und muss eigentlich gar keine Angst haben, dass die Taschen voll werden. Klar, wenn ihr euch da irgendwie dann eine Mütze bastelt oder eben eine Rüstung oder so, klar, dann gibt's eben das Item im Inventar, das ist ja auch okay so, aber ich weiß nicht, irgendwelche Suppen, die gehören dann schon irgendwie woanders hin. Und das haben sie dann irgendwie getrennt. Keine Ahnung. Finde ich nicht so toll. Wahrscheinlich, weil man die benutzen kann, weil man die essen kann, aber teils braucht man die halt auch für die Herstellung und das ist dann schon wieder ein bisschen nervig. Aber gut, das ändern die dann vielleicht nochmal irgendwann, wer weiß. Ist ja noch im Anfangsstadion, Stadium, keine Ahnung, gerade im aufgestanden. Mein Gehirn muss erstmal booten. Angreifer von Faithfang getötet. Okay, sind das die hier? Ich denke mal schon. Weit entfernt. Ich muss näher heran. Also ich brauche anscheinend erst hier dieses, what the fuck? Oh, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich geht doch. Noch nicht tot. Ich habe kein Ziel. Oh nein, lass ihn in Ruhe. Ja. Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich müsste eigentlich mal gucken, ob ich hier nicht irgendwo einen Briefkasten finde. Damit ich mir mal so ein paar Sachen zuschicken kann. Ma! So, pass auf, wenn man dann zum Beispiel, weiß nicht, sich verbinden will mit einem Verband, dann ist der Skill, denke ich, schon ganz geil. Hier der Panda-Skill. Ich kann das noch nicht tun. Nicht genug Energie. Yeah, 60 EP. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Ich brauche ein Ziel. Ich bin ja echt gespannt, was später bereit aus dem wird. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Also ich weiß nicht warum, aber ich muss sagen, die Lust schmälert sich jetzt schon. Keine Ahnung warum. Ich denke, weil das Spiel nach all den Jahren einfach in gewisser Weise ausgelutscht ist. Da könnt ihr mir mal helfen. Jetzt habe ich hier. Alter. Tja, was war das denn? Okay, ich denke, das ist ein Stream oder so. Kleinen Moment. Okay, ich war gerade wohl ein bisschen zu lange auf dem Desktop. Bin jetzt verreckt. Ich würde sagen, wir gehen auch mal eben noch einen 85er angucken. Oder das Gebiet der 5, ich weiß gar nicht, gehe ich da jetzt groß rein? Also ich wollte mich eigentlich eher auf den Panda-Typen konzentrieren, der dann mit Level 10 wohl auch irgendwie, sich entscheiden kann, ob er jetzt eben Ali oder Hortler ist. Genau wie bei den Todesrittern. Ah, sieht er nicht schön aus, wenn er tot ist. So, Orgrimmar. Ich habe ja, wie gesagt, vorhin eine Quest bekommen. So 10 vor 0. 10 vor Start ist Add-ons normalerweise. Und die hat mich dann irgendwo hingeschickt und ich wusste überhaupt nicht wohin.
Tipp, Mitarbeiter von Blizzard werden euch niemals nach eurem Passwort fragen. Ach, sag an. Ich weiß nicht, wer wirklich so doof ist und sein Passwort einfach irgendwem in einem Chat schickt. Dem kann man dann auch nicht mehr helfen. Ich weiß nicht. Das ist dann ein Eigentor. Bah, jetzt. Ah. Da hat man so einen Pro-Rechner und dann lädt er noch nicht mal schnell. Moment, ich stopp mal eben die Aufnahme. Toll. Super. Nur nicht mal eine halbe Sekunde vergangen, da war es dann auf einmal voll. Okay, wo lang muss ich? Alle Mann von Bord. Ach, an Bord, nicht von Bord. Ich denke direkt wieder in eine falsche Richtung. Hier, jetzt kann ich euch mal ganz kurz das Skillsystem zeigen. Blizzard, wie kann man es bitte so vereinfachen und so verkacken? Das ist wirklich unglaublich. Guckt euch das an. Man kann alle 15 Level einen Skillpunkt verteilen. Wie deprimierend und langweilig ist das denn bitte? Und das Geile ist, ich habe es mir angeguckt und ich wusste nicht was. Davon spricht mich im Prinzip nichts an. Das ist so geil. Meucheln, warte mal, ich bin auf Meucheln. Spezialisierung. Täuschung, Meucheln, Kampf. Achso. Ja, können wir ja mal eben gucken. Erhöht euer Bewegungstempo im Verstohlenheitszustand um 20%, sowie euren verursachten Schaden eurer Fähigkeiten im Verstohlenheitszustand um 25%. Ja, super. Ich bin aber, weiß nicht, das ist schwachsinnig, denke ich, später im PvE. Außer natürlich, ich greife dann mit Erdrosseln oder so eine Kacke an. Wenn ihr aus der Verstohlenheit heraus Schaden verursacht oder im Verstohlenheit angegriffen werdet, endet ihr Effekt nicht sofort, sondern erst 3 Sekunden später. Fähigkeiten kosten keine Energie mehr, während ihr verstohlen seid. Ja, also Nachtpirscher oder eben Schattenfokus. Hm. 25% mehr Schaden. Ja, nehmen wir das. Tödlicher Wurf, nee. Erfolgreiches Wirken von Nierenhieb oder fieser Trick verringert zusätzlich, nachdem der Effekt dieser Fähigkeit abgelaufen ist, den verursachten Schaden des Ziels 6 Sekunden lang um 50%. Nö. Ich bin ja kein Tank. Also später im PvE, weiß nicht. Obwohl. Ja, im PvE später vielleicht doch. Keine Ahnung. Geht in deine Zuhörer-Wahrnehmung über, indem ihr feindliche Waffenstöße mit zunehmender Effektivität abwehrt.